die typisch klassische Laterne, die über dem Weg drüber ragt. Dachte, muss ich mal kurz hochbauen hier mit der Wolle, die eigentlich für die Laterne da ist. Und? Ja, doch, sieht scheiße aus. Doch, ja. Ich muss sagen, sieht wirklich abartig scheiße aus. Haben wir wieder fein gemacht, da probieren wir mal, wenn wir das hier wegmachen, wie das dann aussieht. Sieht besser scheiße aus. Besser, aber scheiße. Nee, nee, baus weg. Los, rups ab. Rups ab. Los, rups ab. Ja, gut, sehr gut. Probieren wir mal die Dorfbewohner-Variante. Die Dorfbewohner-Variante. Hops. Und Höpschen und Höpschen und. Moment, wenn wir das jetzt hier wie so ein Kronleuchter aufbauen, sieht das dann vielleicht cool aus? Das könnte ich mir vielleicht auch gut vorstellen. Hops. Hops, 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 überall was draufsetzen. Hauptsache, irgendwann ist alles voll. So, ja. Stehende Fackeln einsammeln ist auch sehr intelligent. Intelligent. Ja, nee, sieht scheiße aus. Baus weg. Baus weg. Und so? So Straßenlaternen mäßig. Jo, ja, sieht das scheiße aus. Baus weg. Baus weg. Rups lieber ganz schnell wieder ab. Rups ab. Rups ab. Na los, mach schnell. Und jetzt mal die typische Dorfbewohner-Variante. Wie sieht das denn aus? Ja, nee, es passt einfach in meine Welt nicht rein, so eine riesige, fette Laterne. Nee, nicht wirklich. Okay, ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall mal schauen, wie wir das machen. Ich werde mal extern ein wenig... Extern? Ja, gut, kann man so nennen. Mal ein wenig rumprobieren mit den Laternen und dann werden wir mal sehen, wie das sich so verhält. Das sieht natürlich auch wunderschön aus. Einfach nur meine Ideen. Aber ich bemühe mich wenigstens, ne? Also ihr könnt nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gebe. Vielleicht werde ich doch mit dem Redstone arbeiten. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es mal gucken, wenn das Update rauskommt, wie das nun eigentlich aussieht. Und dann werden wir auf jeden Fall mal schauen, wie das ist. Und ja, jetzt kann ich erstmal hier die Rosen schnell, weil das brauche ich eh nicht. Da ein Blümchen und da ein Blümchen, ja. Und da noch ein Blümchen. Und ich wusste, dass wir das Gras brauchen. Ja, wir pflanzen Gras an. Oh, sind wir cool. Gras auf Erde. Yeah, like a boss. Egon, hallo Egon. Und hier noch ein wenig Gras anpflanzen. Und den Rest Gras können wir dann unter den Tannenbaum setzen. Dann sind wir den ganzen Scheiß endlich los. Ja, Gras, 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 Gras. Ja, da, so fertig. Braucht doch eh kein... Oh. Alter, willst du Stress mit mir? Suchst du Stress mit mir? Das könnten wir hier mal wieder in Ordnung bringen. Langsam. Irgendwann. Da können wir mal... Wir haben hier, glaube ich, eine Hacke hier. Eine Feldhacke. Eine Harke. Eigentlich müsste das ja eine Harke sein, oder? Heißt das Ding nicht Harke? Ach ne, Quatsch. Die Harke war das, womit man den Boden auflockert. Ja, natürlich auch cool, wenn man hier, bevor man neu anpflanzen muss, erstmal eben jedes Mal den Boden neu auflockern muss. Oder Mineralien in den Boden zufügen muss. Damit das vielleicht mehr Ertrag bringt. Das wäre auch cool, wenn man hier so vielleicht den Boden irgendwie mit Mineralien... Obwohl, ne, das wäre total scheiße. Den Boden düngen. Obwohl, doch, vielleicht mit... Kuhmist, dass man den Kuhmist abernten kann und dann den Boden düngen kann damit. Damit das vielleicht den 1,5-fachen Ertrag bringt oder so. Das wäre dann vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr effizient, aber es würde doch auf jeden Fall Spaß machen, mir zumindest. Ich bin ja sowieso so der Farmer. Ich mag's ja zu farmen und so. Ich muss sagen, ich habe auch mal eine ganze Weile Landwirtschaftssimulator gespielt. Was? Du hast Landwirtschaftssimulator gespielt? Was bist denn du für ein Trops? Ich muss sagen, also da ich allgemein sehr gerne mich im Garten beschäftige, aber leider keinen eigenen Garten habe, hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht, aber nach einer gewissen Weile ist es dann doch ziemlich langweilig. Also man kann es mal ein paar Stunden zocken,
Ich würde sagen, also mir, ich würde sagen, ich hatte, sagen wir mal, 100 Stunden Spielspaß, sagen wir mal so. Aber dann irgendwann wird es langweilig, weil du baust, machst immer nur dasselbe. Das ist extrem langweilig auf die Dauer. Aber für die kurze Dauer ein schönes Spiel und für den Preis, was habe ich denn damals bezahlt? 15 Euro. Ging's eigentlich. Ich habe mich damit ein paar Wochen beschäftigt. War nicht schlecht. Mittlerweile, wenn ich das spiele, naja, dann kriege ich also den. Ich kann es mal 3-4 Stunden spielen, aber dann wird mir auch gleich wieder langweilig, weil. Alter, das wie soll endlich sterben? Jetzt habe ich die anderen nicht erwischt. Los, dich kriege ich noch. Und? Nein! Nein! Wieso? Wieso? Muss. Da-da-dam. Ich will die Knochen haben. Das Ei interessiert mich nicht wirklich. Die Knochen sind das Wichtige. Denn ich brauche Knochen. Die Hunde. Und auch du wirst mir Knochen geben. Oh ja. Bald werden wir viele Hundis haben. Und sie werden sich an den skeletischen Eingeweiden laben. Okay, gut. Wisst ihr, was wir machen können? Wir haben noch 5 Minuten Zeit und ich würde sagen, wir können doch mal eine Map bauen. Wir haben gar keine Map und es soll ja jetzt irgendwie so Unterschiede zwischen den Maps geben, die ich noch gar nicht rausgefunden habe. Irgendwie, dass die Maps unterschiedlich sind. Ich weiß noch gar nicht, wie es geht. Und da können wir mal probieren, wie das jetzt eigentlich ist. Weil ich habe in meiner alten Welt habe ich ja noch 5 Milliarden Maps und da habe ich das noch nicht ausprobiert. Kompass. Jetzt habe ich den Kompass runtergeworfen. Ich bin so ein Held. Wenn Intelligenz wehtun würde, gell? Ach nee, Moment, tut sie ja. Au! Ah! Ich habe mich geschlagen gefühlt. So, machen wir uns mal kurz ein bisschen paar Paper. Und bauen uns eine Karte. Kompass! Die Karte ist leer. Weihen wir sie ein. Die Karte lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich finde es cool, wie die Karte sich auflädt. Die ist aber ziemlich klein. Sieht ziemlich geil aus, aber ist ziemlich klein. Ach, Moment. Und wenn ich jetzt um die Karte herum Papier lege. Moment, das probiere ich mal aus. Ich mache mal ganz viel Papier. Dann sollte die Karte doch bestimmt größer werden. Würde ich mir jetzt vorstellen. Ich lege hier mal Papier. Moment. Karte. So geht's nicht. Okay, also muss ich bestimmt voll. Ah. Neue Karte. Ah, jetzt ist die Karte schon ein Stück größer geworden. Cool. Und so kann man die noch immer größer machen. Nicht schlecht. Warum muss das mal schnell erforschen? Ja, komm, wir erforschen die Karte mal schnell. Ups. Sieht total episch aus, wie ich mir gerade in der Hand hier rumrenne. Und dann schauen wir mal kurz, was. Oh, das geht ja extrem schnell. Ja, gut, die Karte ist auch nicht sehr groß. Ja, das geht ja schnell. Dann haben wir die Karte gleich erforscht. Moment. Das dauert ganz ausbildlich mit dem Kopfhörer. Hört man das eigentlich? Das hört man, glaube ich, gar nicht. Ist da hinten Lava? Ach, in der Schlucht vielleicht drinne. Oder? In der Schlucht? Ist das die Richtung? Keine Ahnung. Was ist denn das für eine Musik? Ah, Assassin's Creed 2, der Soundtrack. Wird in Kürze auch auf meinem Kanal zu sehen sein. Nach Assassin's Creed 1 kommt dann Assassin's Creed 2. Und wir sind gleich fertig. Wir müssen noch zwei Ecken der Karte erforschen. Oh, dieser Berg hier ist gerade ein bisschen nervig. Schrumpfeberg, lasse mich hinüber. Sehen wir vielleicht unsere Höhle noch auf der Map dann? Das wäre schon cool, wenn wir unsere Höhle sehen. Und? Ah, schade. Ganz knapp vor der Höhle hört die Karte auf.
Das ist natürlich jetzt schade. Junge, du hast den anderen Teil der Map noch nicht erkundet. Du hast vergessen, ein Stück Map zu erkunden. Hallo? Du hast vergessen, die Map zu erkunden, Junge! Interessiert den gar nicht. Das ist gerade ziemlich laut. Moment. Wollen wir nicht leiser machen? Oder ich höre es wahrscheinlich gerade nur wieder laut auf meinem Kopfhörer. Laut. Okay. Sehr schön. Ich finde jetzt Assassin's Creed Soundtracks ziemlich geil. Muss ich ja mal sagen. So, und dann machen wir hier, sagen wir mal, so eine Bildergalerie raus, würde ich sagen. Und tun hier unsere Karten aufhängen. Dazu habe ich jetzt gerade mal das Kuhleder runtergeholt. Da ist der Tisch. Und dann bauen wir uns jetzt mal hier ganz kurz, Moment, falsch, mit Leder und Diggis, die haben wir ja zum Glück noch übrig, mal ein paar Bilderrahmen und werden da unsere Karte dann aufhängen. Karte. Ich spreche hier in der Mehrzahl, obwohl die Mehrzahl nicht vorhanden ist. Eine Möhre, ja. Wollen wir das denn? Am besten... da hoch? Na nee, das ist zu hoch. Machen wir ein bisschen runter. Rupst wieder runter, sieht scheiße aus. Wo ist die Karte? Wo ist meine Karte? 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 Karte. Ah, Karte. Puh. So. Und? Jawohl! Eine Karte von unserer Umgebung. Sehr schön. Und ich würde sagen, dann machen wir uns gleich nochmal eine nächste Karte. So, machen wir uns gleich mal noch eine. Oder am besten gleich zwei. Und dann können wir ja die verschiedenen Größen der Karten machen und können das dann unterschiedlich machen. So, machen wir eine Karte mit Redstone, mit Pool Redstone. Das ist natürlich auch immer ziemlich geil. Ach, ich bin ein Held manchmal. Ja, ja. Oh, die Karten lassen sich stacken. Achso, das sind ja leere Karten, ja klar. Lassen die sich stacken. So. Moment, wir wollen ja wieder vom selben Aussichtspunkt die Karte starten. Cool, ich habe mit Redstone die Tür gerade zugemacht. Das hatte jetzt den Sinn, dass ich hier Hühner gerade machen wollte, aber die Hühner wollten nicht. Na, okay. Moment, da. Wo ist die zweite Karte? Ach, die habe ich jetzt schon erforscht, okay. Dann machen wir gleich die zweite nochmal. Und, blub, Welt schlägt. Ihre Welt wird generiert. Bitte warten Sie einen Moment. Ja! Der Gehweg sieht ein bisschen strange aus, ja? Der sieht ein bisschen übertrieben hell aus, finde ich. Dafür, dass es Kies ist. Oh yeah. Oh yeah. Karte, 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 Karte. So, und jetzt bauen wir die eine mal richtig groß und die andere lassen wir so. Die da, die eine lassen wir so und die hier werden wir jetzt richtig gigantisch groß machen. So groß, wie es halt geht. Und die wird dann unsere Karte sein, mit der wir uns zurechtfinden, wenn wir irgendwo hin wollen. So, ich denke mal schon, wir werden uns unsere Umgebung einprägen, aber so eine Karte schadet ja nie. Also ich brauche solche Karten eigentlich nicht, aber... So, vergrößern. Vergrößern. Ich glaube, bis Stufe 9 geht das, ne? Ja, mit Stufe 7. Ja, beim nächsten Mal werden wir das nochmal auf große 9 vergrößern. Und dann werden wir die Karte mal ein bisschen erforschen. Man sieht, wir haben schon einen wesentlich kleineren Punkt hier und die Karte zu erforschen wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Und jetzt machen wir uns erstmal wieder ein paar Bilderrahmen und hängen die Karten erstmal auf, damit sie symbolisch in unserem Haus hängen. Ja! Ja! Oh, mir tut mein Genick gerade volle Kanne weh. Ich muss mich bei der nächsten Aufnahme wieder auf den Stuhl meines Bruders setzen. Wollen wir das hier aufhängen? Nee, komm, wir machen das alles im anderen Haus. Da haben wir so ein Haus, wo wir unsere ganzen Karten bestaunen können. Finde, sieht dann bestimmt auch geil aus. Hängen wir da noch eine hin? Die kleine am besten. Oder wollen wir die hier hängen? Kleine? Ja, warum nicht? Immer beim Einschlafen nochmal die Karte studieren. Und die andere hängen wir hier hin. Oder dahin? Dahin oder hier? Okay. Boah, echt gigantisch. Die erforschen wir beim nächsten Mal dann.
Die wird jetzt erstmal hier drin hängen und die hängen wir dann immer wieder zurück. Und, boah, das sind aber viele Tiere. Dann haben wir 3 Karten hier und da ein paar Eier aufsammeln. Wir bekommen jetzt richtig viele Eier, gell? Ich muss mal gucken, ob ich den Eierbrötchen-Mod nochmal finde. Also ich hatte ihn gesucht, aber für die 1.4.7 gibt es den anscheinend nicht mehr. Was ich sehr schade finde eigentlich. Für die 1.2.5 gab es den noch, aber anscheinend nicht mehr. Naja, ich hoffe, dass Fraps diesmal meinen Ton aufgenommen... Fraps. Dass Camtasia diesmal meinen Ton aufgenommen hat, weil sonst werde ich böse. Nochmal nachsprechen, habe ich echt keinen Bock drauf. Und ich muss es dann wirklich auch schnell machen. Und mir geht die Puste gerade aus. So, bla 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 bla. Und wir machen uns gerade mal eine Rüstung, weil wir haben ja überhaupt nichts mehr angelegt. Und meinen Skin muss ich einfügen, verdammt. Meinen Skin muss ich einfügen. So, und wir verabschieden uns hier an unserer gewohnten Abschiedsposition. Den Balkon des Abschieds. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Oh yeah. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Bei Never Kiss the Appeal. Oh.